hast du gegen meine Schulsachen, Alter? Ich mag Schule ja auch nicht, aber... Alter! Langsam geräumt. Ach so, du hast was gegen mich. Ist das ein Wunder für dich? Ja, ich hätte ja eher gesagt, aber... Ja, dann würde ich einfach sagen... Du becher Marsch. Du kannst mich gerne töten, aber ich glaube, das wäre ein bisschen auffällig. So? Wohl eher etwas langweilig. Warum wolltest du mich denn töten? Wegen dir war ich in Call of Duty. Alter, was jammerst du rum? Jeder Einzelne würde sich sowas wünschen. Ah, ich dachte mir schon, dass da irgendwas nicht stimmt. So, das war, Alter, das wird Schlagzeilen machen. So von wegen so Harry Potters Blitzname nur noch der Backe, so nicht mehr so von der Stirn weg. Ach ja, genau, verursacht durch Computerspiel. Wow, wer ist das? Das ist... Und der bewegt sich so langsam. Der bewegt sich gar nicht. Und zwar, weil er nur eine Puppe ist. Denn wenn er lebendig wäre, würde er sich gegen mich wenden. Aber so kann er dir deine verdammte Seele aussaugen. Und zwar durch deinen Mund. Das klingt ziemlich nach einer Fantasiefigur, die ähnliche Fähigkeiten wie ein Dementor beherrscht. Ja, und sie wird dein Ende sein. Ah, und alleine wirst du mit mir wohl nicht fertig, oder? Doch, aber so geht's schneller. Deutlich schneller. Und es ist witziger. Ach, halt einfach deinen Maul, du kannst mich hier sowieso nicht töten. Aber der hier. Scheiß auf Dingen, der auch nicht. Denn nicht deine Welt ist eine Geschichte, sondern meine. Jo Leute, das war's mit Harry Potter Real Life 5. Das war das endgültige große Finale, das heißt, es ist zu Ende. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen grünen Daumen nach oben oder einen roten Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die ganze Serie fandet. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.